Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt Motorsport Manager. Wir sind zurück bei uns im Büro und ich will erstmal was gucken in den Einstellungen. So. Ihr seht, ich habe ziemlich viel an. Teil-Shift-Effekt habe ich aus, keine Ahnung, was das ist. Blooming habe ich doch eigentlich auch aus. Und Tiefenschärfe doch auch. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich suche auch was ganz anderes. Okay, ich glaube, das müssen wir anders gucken. Ich gehe einfach hier wieder raus. Oder? Moment. Da ist es. Automatisches ERS. Outlap-Temperaturen automatisch optimieren. Ah. So. Aber bei den Grafikeinstellungen bin ich gerade verwirrt. Ich hab doch kein Blooming an und so Zeugs. Und Tiefenschärfe. Ach, ich weiß es auch nicht. Leute, ich bin total verwirrt jetzt. Komm, ich gehe da raus. Ich suche das irgendwann nochmal offline. Änderung verwerfen. Komm, wurscht jetzt. Wir zocken einfach mal so weiter, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Ich muss das mal offline testen. Wenn ich das jetzt hier online mache, dann oder im Video mache, dann dauert das zu lang. So, wir gucken mal schnell durch. Wir haben ein Interview zu geben. So, Sie mussten an den Bremsen von Pierland einige hastige Reparaturen vornehmen. Und wieder 5% vom Vorsitzenden. Wir sagen immer das Gleiche. Wir geben alles und die Mechaniker auch. Und es sind einfach, uns fehlt Geld für eine gescheite Fabrik. Und der Vorsitzende wird immer sauer. Dabei muss der gar nicht sauer werden. Ist ja mein Team. Ja? Wer das Geld nicht hat, bin ja ich. Oh Gott, nee, nicht diese Kackstrecke Mailand GP. Bitte nicht die Kack kurze Strecke Mailand GP. Sehr hoher Spritverbrauch, niedrige Reifenabnutzung. 32 Runden. Ich reg mich schon auf, wenn ich nur das Layout sehe. So, Fahrzeuge sind repariert. Dann können wir hier weitermachen. Wir brauchen endlich die besseren Bremsen. Zuverlässige, gescheite Bremsen. Irgendjemand hat mir auch geschrieben, ja, ich brauche schon zwei gute Motoren, wenn ich in der Teammeisterschaft mitfahren will. Das stimmt schon, nur wir fahren die Saison nicht in der Teammeisterschaft mit. Um Platz 1, wohlgemerkt, ja. Wir haben als Ziel den 10. Platz und wir arbeiten für die nächste Saison. Für die nächste Saison brauche ich nur einen Motor, der bei 213 steht. Und wenn ich dann einen neuen Motor baue, ist er höher wie 213. Und den neuesten Motor kriegt ja immer unser Topfahrer und den anderen Motor kriegt immer der zweite Fahrer. Also hat der zweite Fahrer einen Motor von 213, sobald ein neuer Motor einsatzbereit ist. Und deshalb sage ich ganz einfach, wir brauchen nur einen Motor zu steigern. Wenn ich den noch hier reinpacke, macht es keinen Sinn, weil wir müssen ja auch das Getriebe hochkriegen. Wir müssen alles hochkriegen irgendwie, was wir hier ja, bauen und fertig gebaut haben und fertig bauen werden, bis die Saison zur Neige geht. Und dann brauchen wir möglichst viele Teile auf möglichst weit oben, nämlich 200, ja am besten 200, sagen wir es einfach so. Gut, also wir sind weiter hier am Bremsen steigern, dort müssen wir erstmal beide steigern, weil, naja, wir müssen beide einsetzen. So, Bau von Aufhängen abgeschlossen, das ist sehr gut, dann sind wir fertig mit der Entwicklung, erstmal. So, und da kommen wir auch auf 211. Sind wir 162. Getriebe ist am tiefsten, deshalb muss das hier mit rein. Und hier sind wir bei 51% und 41%. Und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, ob wir das irgendwie hinkriegen. Oh Gott, das dauert ja ewig, bis sich das steigert. So, 64, 57 und weiter geht's. So, liegt die Zukunft in zufälliger Stadt auf den... Das müssen wir verhindern.
Das müssen wir verhindern. Wir haben zwei Stimmen, wir pumpen alles rein, wir wollen alles, nur keine zufällige Startaufstellung. Gibt nichts Schlimmeres wie eine zufällige Startaufstellung. Ich habe das einmal gehabt in der Karriere, das war so ätzend. Hast das beste Auto, muss von ganz hinten starten, weil du kein Glück hattest. So, politisches. Wir sind mit allen Stimmen. Dagegen. Mit allen Stimmen sind wir dagegen. Der Rest ist mir alles scheißegal. Ob länger oder was auch, es spielt keine Rolle. Hauptsache, wir kriegen das nicht. Drei Stimmen dagegen. Der ist dafür. Die ist dagegen. Der ist dagegen. Der ist dagegen. Die ist dafür. Ich glaube, wir haben schon gewonnen, eigentlich. Na? Puh. Abgelehnt. Und das war knapp. Zum Glück habe ich drei Stimmen da reingebuttert. Die hätten sonst die Überhand gehabt, ey. Zufälliges Startfeld abgelehnt. Ganz, ganz wichtig. Wollen wir nicht, so ein Müll. So, langes Qualifying. Von mir aus. Interessiert mich nicht. Auswahl von Trockenreifen. Interessiert mich nicht. Können die alles bestimmen? Ist mir alles Schnuppe. Nur keine zufällige Startaufstellung. Dann brauchen wir nämlich gar nicht mehr am Auto arbeiten. Das spielt ja dann überhaupt keine Rolle mehr. Ob wir gut sind im Qualifying oder nicht. So, 74. Ein Simulator. Ja klar, ich baue mal schnell einen Simulator. Ich habe ja Kohle ohne Ende. Ne? Schon kurz vor der Pleite. Alter, in 3 Tagen ist schon das Rennen. Können die vielleicht mal die Bremsen fertig kriegen? Was dauert denn da so lang? Ich verstehe es nicht. Dieses System will mir einfach nicht in den Kopf. So, hier gewinnt Lori vor Meulen, vor Naito, vor Ki, vor Hashimoto, vor Wut, vor Gabler, vor Sevilla. Und Lori übernimmt von Gabler die Führung in der Meisterschaft vor Cruz, vor Sevilla, vor Dud, vor Meulen. Wie auch immer. Interessiert mich eh nicht. Ist ja nicht meine Klasse. So, ja, ich verstehe es einfach nicht, ja. Weil das macht jetzt, irgendwann macht das wahrscheinlich einen Riesensprung. Und dann passt's. Seht ihr? 72. Gerüchte. Rennen Mailand. Ja, Gerüchte. Was interessieren uns die Gerüchte? Ich will, dass meine Bremsen endlich halten. Ist es denn zu viel verlangt? Ey, Herrgott Sakrament normal. Das kann doch nicht wahr sein, dass die Bremsen einfach so scheiße sind, dass wir die nicht hochkriegen. So, Teile einbauen. Die besseren Bremsen kriegt Liao, die anderen kriegt der Pierland. So, der andere Murks da interessiert uns nicht mehr. Den besten Motor haben wir hier, den zweitbesten hat Pierland. Ja, ich würde ja ganz gern nochmal das neue Getriebe nutzen, aber wie gesagt, das ist bei 40%. Und die neuen Stoßdämpfer sind ja auch noch überall eine große Baustelle. So, Teile verbessern. Wir schmeißen das hier raus. Ist erledigt. Brauchen wir nicht mehr. 80% reicht für ein Pierland. Packen wir das hier dazu. Dauert ja nur 181 Tage, weil sie mal wieder hier oben umstellen. So, 33 Tage nach Rennen. Das dauert alles so ewig. Ey. Wir brauchen dringend eine bessere Fabrik. Ich werde so viel Geld sparen, wie geht jetzt noch. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir 8 Millionen brauchen, um die Fabrik auszubauen. Sonst geht hier ja gar nichts voran. Das ist so ätzend in der Startphase. Aber wir brauchen die Kohle zurzeit noch, ja, weil im schlimmsten Fall geht es ganz übel aus. So, Mailand gibt kein gutes Pflaster und wir haben Punkte eingebüßt. So, neue Sponsoren stehen an nach diesem Rennen. Kriegen wir hier den neuen Sponsor. Wir sind momentan 7. in der Masse. Wir sind 8. gewesen letztes Jahr. Sieht aber enger aus. Also ich muss zusehen, dass ich noch ein paar Punkte sammle. Die anderen sind echt besser geworden. So, Rennen ist regnerig. So, wir sind in Saison 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist Saisonhalbzeit.
Trockenes Training, trockenes Qualifying und Regen im Rennen. Was gibt's sonst noch zu sagen? 32 Runden müssen wir uns merken. Kritisch Motor, kritisch Verzögerung. Na super, da rauchen uns die Bremsen noch ab, die 76% haben. Wird schon hinhauen. Gut, das war das Management. Ich habe mich entschieden, ich mache das jetzt weiterhin so getrennt, weil, also wie gesagt, zwei Videos. Ich komme da in Schwitzen, ich brauche drei. Ja, so einfach ist es. Das ist eine ganz einfache Entscheidung. Ich brauche drei. So, deshalb sage ich hier an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder einigermaßen Spaß gemacht zuzugucken. War jetzt ein kurzer Management-Part. Wir haben gerade mal 11 Minuten oder sowas auf der Uhr und ich bin raus. Sag danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.